Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die ganz neue Map von Rocket League. Unterwasser-Map. Hier sehen wir schon Rochen. Haben wir da vorne gesehen. Da sind noch ein paar Quallen. Also ist echt extrem schön geworden. Top. Das Fahren hier ist halt etwas anders als auf den ganzen anderen Maps. Es ist halt ein wenig schwerer zu lenken. Trotzdem kann man gute Tore schießen. Ja, es ist halt etwas schwieriger. Ich habe natürlich jetzt hier meine eigene Einstellung mit extrem, also ein wenig mehr Boost. Ja, aber die Map, da sehen wir auch noch mal den Hai hier oben. Okay, der ist jetzt weg. Da ist er extrem schön gemacht worden. Ja, da haben wir noch ein paar Quallen, ne? Also die sieht ziemlich extrem geil aus, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe da auch einmal online schon gespielt und es ist, ja, man kann sich es geben. Mein Hund rastet auch schon wieder aus. aber man kann normale Tore auch schießen. Ist ja kein Problem, ne? Kennen wir ja alle. So, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war das kleine Update. Ich glaube, mehr haben sie nicht drin. Außer ein paar neue Fahrzeuge, glaube ich, aber die kann ich euch jetzt nicht zeigen, da man sich die kaufen muss. Ja, und wenn euch das kleine Update-Video gefallen haben sollte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.